Ja, moin moin. Mal wieder ein Video aus dem Auto. Wieder eine Geschichte zu erzählen bezüglich Preisen. Es nimmt einfach kein Ende. Also die Preise, die ich in den Preisvideos gemacht habe, sind schon jetzt nicht mehr gültig. Wir hatten im April eine Preiserhöhung gehabt. Und ja, es wird immer verrückter, also es ist unglaublich. Also vor dem Hintergrund muss man immer dann individuell sehen. Es ist ja auch so, jedes Fahrzeug ist auch individuell. Jedes Fahrzeug wird anders bewertet, hat andere, ja, wie soll ich sagen, Aufwände. Ja, also jetzt zum Beispiel BMW und Mini, die sind beim Auseinandernehmen und beim Zusammenbauen wahnsinnig aufwendig. Das ist zum Teil, ist man da ja 8 Stunden dran, nur für die Demontage und Montage dann wieder. Manchmal, wenn es reicht, manchmal sogar länger. Je nachdem, weil das sind so viele Schrauben. Kommt demnächst auch ein Video von einem nagelneuen Mini Cooper Clubman. Schönes Auto, aber da haben wir den ganzen Tag nur geschraubt an dem Ding. Gut. Ja, und das sind dann auch so die Punkte, wo man sagen muss. Also es sind viele, viele Leute, auch die in der Community, die sagen, alles richtig, alles gut, passt alles. Aber es gibt immer wieder den einen oder anderen, der dann meint, irgendwie, keine Ahnung, oberlehrerhaft frech zu sein. Uns und auch meinen Kollegen, also jetzt nicht die bei mir in der Firma arbeiten, weil das bin ja nicht meine Frau oder meine Partnerin. Aber ich habe zum Beispiel mehrere schon an einen guten Bekannten, an den Markus, verwiesen, der auch hauptsächlich Wohnmobile macht. Ne? An dieser Stelle, Markus, viele Grüße. Und ja, tut mir leid, wenn da der eine oder andere dabei ist, der so bekloppt ist. Ja, also ich hatte das jetzt am Telefon nicht so wahrgenommen, weil ich würde dann auch, wenn ich merke, dass das Leute sind, die nur Druck machen und Preistouristen sind, würde ich die auch nicht empfehlen. Aber gut, wie gesagt, was wir an Preisen nehmen, ist realistisch für das, was wir tun. Und kommt dann nicht mit irgendwie, ja, ich habe dann ein Angebot von 800 Euro oder von 900 für ein Wohnmobil oder für 1000. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir machen. Das ist einfach so. Ja, ich meine, wem das reicht, wem das genügt, bitteschön, er kann das gerne machen. Muss sich da nicht wundern, wenn dann vielleicht das eine oder andere nicht so wird, wie er sich es vorgestellt hat. Unterboden guckt man sich ja natürlich nicht so oft an. Aber wenn wir sagen, dass ein Wohnmobil nicht unter 2500 Euro geht, dann hat das schon alles seine Bewandtnis und seinen Grund. Es ist ziemlich aufwendig, so ein Fahrzeug zu machen. Ja? Zeitlich, da muss man jetzt nicht so viel auseinandernehmen. Aber trotzdem, man braucht sehr viel Material, die Zeit, die da drauf geht. Es ist ja so, ein PKW auf die Hebebühne habe ich ganz schnell gehoben. Das geht relativ flott, das dauert nicht lange. Und da ist man ganz schnell dabei. Aber wenn ich ein Wohnmobil aufhebe, erstmal muss ich es einwiegen. Ja, ich habe mir das angewöhnt, das einzuwiegen, weil die sind so lang und so riesig und da weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt wirklich den Schwerpunkt so gewählt, dass genau auf der Mitte auch ja, das Zentrum des Gewichts vom Wohnmobil sind. Deswegen wird das immer vorher eingewogen. So, das dauert seine Zeit. Dann, ich sehe gerade, die Kamera wackelt ganz schön. Ne? Ja, mal gucken, was das dann nach diesem Video wird, ob ich das dann überhaupt hochladen kann. Ja, also dann hin und her fahren, bisschen jonglieren, rechts, links, dass das dann alles genauso ist, wie es sein muss, dass es passt. Ihr wollt ja schließlich euer Wohnmobil auch wieder so haben, wie es war. Nicht, dass es dann halt irgendwie verkratzt oder irgendwas dran ist. Deswegen ist das schon sehr aufwendig. Und wenn dann irgendwelche so frechen Sprüche kommen, dass man sich an anderen bereichern möchte oder sonst was, wisst ihr, wenn ihr für
ein Wohnmobil also kauft für wirklich teuer Geld, die Dinger sind nun mal nicht günstig, ja, 60.000, 70.000 Euro und noch mehr. Und dann sagt, 2.500 Euro ist zu teuer für den Erhalt, dann lasst es, dann fahrt die Dinger so lange, wie sie halten tut sie dann halt weg und dann war es das. Ja? Oder musst halt dann noch ein paar Reparaturen oder mehr Reparaturen machen. Dann macht es halt darüber. Ist ja egal, ob ihr jetzt das Geld vorab investiert in den Erhalt, in den Reparaturvermeidung oder ob ihr dann Bremsleitungen austauschen lassen müsst und. Oder festgegammelte Bremssättel, weiß der Geier, was da alles passieren kann, was da alles sein kann. Ich habe ja auch schon einiges erlebt und gesehen. Und wenn ihr es dann irgendwann nach 15, 20 Jahren verkaufen wollt oder weitergeben wollt oder sowas, und dann drunter guckt und dachte, boah, natürlich Rost, gibt keinen TÜV mehr und man muss einschweißen und. Ja, das ist dann ein Rattenschwanz, den es hinterherzieht. Wenn es euch das nicht wert ist, also, dann ist es okay. Das muss doch keiner machen. Und wie gesagt, wenn ich euch jemanden empfehle, sage hier, geht zu dem Markus, dann da auch noch so unhöflich zu sein, finde ich nicht gut, ehrlich gesagt. Bei mir, ich empfehle eigentlich nur Leute, die mir gegenüber nett auch auftreten, sonst würde ich das nicht machen. Die Frage ist, ob ich es überhaupt noch mache. Aber man weiß es nie, man guckt den Leuten immer nur vor den Kopf, das ist nun mal so. Ja, also wie gesagt, auch jetzt die Preise insgesamt, könnt ihr rechnen mit netto den Meter, den wir damals hatten, also pro Meter Länge Fahrzeug, das ist bei PKWs, bei ganz normalen PKWs, ohne dass da jetzt großartig Rostbearbeitung dabei ist. Und auch die Reinigung mit Trockenheit ist da nicht dabei. Könnt ihr jetzt schon mal ausrechnen, also als Hausnummer 275 Euro netto nehmen. Ja, wir können das ja auch nicht aufhalten. Wir müssen ja auch unsere Rechnungen bezahlen. Und wenn man hingeht und überlegt, wie viele Stunden man daran arbeitet, wir sind zwischen 20 und 30 Stunden an so einem Auto dran. Und hier in und um Koblenz ist der Durchschnittspreis für Karosseriearbeiten, wo wir ja im Prinzip dazu zählen, 137 Euro. Da wäre nur der Arbeitslohn bei 20 Stunden bei 2.700 ungefähr. So. Das ist es ja noch nicht mal. Und im Hintergrund seht ihr ja auch, dass das wirklich vom Grunde her human ist. Aber es kostet nun mal Geld. Ja? Und wer es halt sich nicht leisten kann, dann tut es mir leid, dann können das nicht machen. Aber es sagt nicht, wir wollen uns an irgendwas bereichern. Das ist ja eine Frechheit. Ja. Ich fahre immer noch meinen alten Sound. Also, vor dem Hintergrund, das jetzt nochmal wie so ein Preisupdate. Wenn er da so die Preise, da wissen Leute, reiten so viele drauf rum. Leute, es ist wirklich so, jedes Auto ist anders. Und man kann nie was sagen, bevor man das Auto nicht gesehen hat. Und selbst dann kann man noch nicht sagen, wo es hinausläuft. Weil es kommt dann immer erst diese Überraschung, wenn man auseinandergenommen hat. Genauso mit ja, vorab besichtigen und dann einen Preis nennen. Das geht einfach nicht. Ja, das ist, ich hatte auch so, zu Anfang habe ich dann mal angefangen, den Preistourismus einzudämmen, indem ich hingegangen bin und habe gesagt, okay, wenn ihr jetzt das Auto hier vorstellt, dann kostet das 50 Euro. Das Reinfahren, Hochheben, Angucken, sagen, was es so, in welche Richtung es in etwa gehen kann. Und dann werden die 50 Euro bei Erteilen des Auftrags wieder verrechnet. Das mache ich auch nicht mehr. Das ist dann immer so eine Stunde, wo man braucht auf jeden Fall, wo dann auch man Gespräche führt, die sind nicht unfreundlich, die sind nett, um Gottes Willen, also will ich jetzt nicht sagen, aber das habe ich halt gemacht, weil es sind so viele dann gekommen, ja, kann man mal schnell gucken, da ist ein Tag weg, ja, und man hat nichts verdient. Deswegen habe ich das mit diesen 50 Euro gemacht, mache ich aber jetzt auch nicht mehr, weil das bringt nichts. Erstens, bevor der Termin ist, vergeht ziemlich viel Zeit. Da ändert sich es auch wieder. Seht ihr jetzt das Video, was ich vorher hatte mit den 250 Euro netto, jetzt 275 Euro, das ist gar nicht so weit auseinander. 25 Euro auf den Meter, ich meine, das ist dann pro Auto, wenn du jetzt rechnest, bei 4 Metern sind wir dann schon bei 100 Euro mehr. So, kommen wir schon wieder vorne und hinten nicht hin. Ja, also das ist alles so eine Sache. 100 Euro netto, da kommt ja immer noch die Steuer drauf, weil
Naja, das ist ein anderes Thema. Ja gut, also, wisst ihr Bescheid? Wie gesagt, ich kann jetzt sowieso niemanden mehr annehmen im Moment. Wenn, dann könnt ihr mich im Herbst 2024 nochmal kontaktieren, ob vielleicht für 2025 dann der ein oder andere, dem das zu lang geworden ist oder so. Aber im Moment kann ich das nicht mehr machen. Ich kann auch im Moment keine Preise so rausgeben, weil die Preise sind die, die jetzt im Moment gelten. Ja, also im Moment gilt das und das kann sich so schnell ändern, so schnell wieder anders sein. Und deswegen hoffe ich auf euer Verständnis. Danke fürs Reinklicken, danke fürs Zuschauen. Und ja, beste Grüße natürlich an alle Abonnenten. Alex, wenn du bis hierhin geguckt hast, schreib nicht runter, dass es jetzt schon wieder und dass jeder das ja selber abwägen muss. Es gibt immer wieder Leute, die sind halt so, wie sie sind. Ja, kannst natürlich gerne was schreiben. Ich freue mich immer, wenn ich von dir was lese. Okay, alles klar, dann beste Grüße nochmal. Wir haben ja schon Pfingsten und Regen. Leider kein Motorrad. Naja, gut. Also Motorrad fahren, bei dem Wetter fahre ich nicht. Motorrad habe ich. Okay, also macht's gut. Servus und ciao.